wenn Politik von außen irgendwelche sinnlosen, nicht alle Gesetze sind sinnlos, aber gewisse über sinnlose Vorschriften Gesetze macht, wie zum Beispiel auch dieses neue erneuerbaren Energiegesetz. Ja? Und sie hätten Maisdeckel machen können von 30%. Wollten sie nicht. Was heißt das? Nur, dass sie sagen können, dass du in deiner Biogasanlage maximal 30% Mais zum Beispiel einsetzen dürftest. Dann hätten diese ganzen anderen Betriebe, die dann Rohstoffzulieferer sind, der eine hätte Gras angebaut, der nächste hätte Mais angebaut, der übernächste hätte, weiß ich nicht, Miscanthus oder sonst was angebaut, eine Energiepflanze eben halt auch, und hätte ihm dann hätte es ihm auch eine andere Kulturlandschaft gegeben. Aber wenn ich natürlich als Gesetzgeber da keine Barrieren einbaue, ja, dann öffne ich ja Tür und Tor für alles. Und warum haben sie es nicht gemacht? Na, wegen Lobbyismus. Ich ärgere mich auch jeden Tag. Ich ärgere mich auch zum Beispiel über unsere Vertretung der Bauern. Klar, jetzt kann ich natürlich total cool meckern, weil ich selbst nicht Mitglied bin. Ich bin nicht Mitglied im Bauernverband. Ich hatte zwar schon mal zwei Anläufe für mich genommen, aber habe dann auch wieder schnell für mich selber gesagt, ich mache es nicht, weil ich weiß, wo das für mich enden würde. Ich würde mich engagieren, so wie ich halt bin. Ich bin nicht immer einfach. Das ist eben vielen Leuten ein totaler Dorn im Auge, meine Person. Das ist einfach so, weil ich auch mich dann widersetze den Sachen, die ich ungerecht finde oder auch nicht akzeptabel sehe. Und ich sehe es total als nicht akzeptabel, dass zum Beispiel ein großer Berufsstand wie der Bauernverband wie ein Boxer in der Ecke steht und zu seinem Gegner sagt, aber bitte hau nicht so doll zu. Ja? So, und so sieht es zurzeit aus. Also der Berufsstand der Bauern wehrt sich nicht mehr. Der ist tot. Eigentlich ist er tot. Das, was da passiert, auch jetzt auf der Mähler, ja, wenn ich mich an die ersten Jahre nach der Wende erinnern kann, wo wir einen Harald Röpke hatten, Dick, Rauschebart, der ist ans Vorne, ans Rednerpult gegangen, hat die Bauern mitgenommen, die Landwirte mitgenommen, die Landmaschinenhändler mitgenommen, den Schlosser, den Schleifer, den Hufschmied, den Klauenschneider, den, der einen Traktor repariert, genauso wie den, der auf dem Feld steht und arbeitet. Und heute ist es nur noch Laber, Laber, Laber. Jetzt kriegst du aber Ärger. Mit wem? Ich? Kontrollettis. Genau. Und heute endet das daran, dass es heißt, wenn du den Mund aufmachst, kriegst du Kontrolle. Punkt. Und genau so läuft das System. Und deswegen ist das so in Mecklenburg. Alle jubeln, ja, der dienstälteste Minister. Ja, vielleicht hat er vier gute Jahre gehabt, aber die anderen Jahre hätte man echt drauf verzichten können. Kannst du sehen. Nein, aber es ist einfach so, es entsteht keine Veränderung mehr. Und wenn ich diesen Irrsinn sehe, dass wir gute Böden opfern für PV-Anlagen, dass wir Grünland, was Generationen vor uns urbar gemacht hat, zu einer Kulturlandschaft geformt hat, jetzt so wieder vernässen mit dem Hintergrund, ich muss hier irgendeine Wasserrahmenrichtlinie schaffen, damit ich keine Strafe an die EU zahle. Denn nur das treibt die Politik um. Die Politik will nicht, dass es uns draußen besser geht, dass es der Bevölkerung besser geht. Nein, sie wollen ihren eigenen Schemel ins Trockene rücken. Sie wollen sich selber besser darstellen. Und dann kommt so eine Sache wie eine Eiweißstrategie aus dem Land Mecklenburg-Vorpommern, wo auf Ackerböden dann mit einmal die Bauern über Geld angeregt werden, Erbsen, Lupinen und Bohnen anzubauen. Das macht der gute Bauer so und so für sein Vieh. Punkt. Dazu muss er nicht finanziell angeregt werden. Und im Gegenzug vernässt man das Grünland, und in alten Lehrbüchern steht da ganz klipp und klar schon, in uralter deutscher Schrift auch geschrieben, so lange gibt es diesen Spruch schon, dass Grünland ist die Mutter des Ackerlandes. Und auf dem Grünland wird Futter für Vieh produziert, was wiederum die Bodenfruchtbarkeit auf dem Acker erhält. Und nicht andersrum. Und nicht andersrum. Und das, was man uns erzählt, ja, und Geld, Millionen von Euros ausgibt, ja, weil man sich dann hinstellt und da wieder so ein paar Schilder in die Wiese rammt und sagt, Projekt, Puckelmuckel, ja. Und auf der anderen Seite kriegen sie nicht mal einen Schulbus für Kinder im ländlichen Raum hin. Das ist das, was verkehrt läuft. So, und da gehen die nie ran. Nie. Aber du könntest ja jetzt sagen, du machst das. Ja. Und dann brauche ich aber auch Leute, die genauso denken wie ich, die mitziehen. Männlein wie Weiblein. Oder Weiblein wie Männlein. Und ich werde jetzt 50. Oder bin ja, Entschuldigung, bin 50. Wolltest gerade was unterschlagen. Ja, genau.
Und mein Ziel ist, den Betrieb hier noch 9 Jahre fortzuführen. Das Datum steht auch bei uns in der Familie fest. Und in 9 Jahren im Prinzip das an die nächste Generation zu übergeben. Mit 21 ist Luisa so weit, dass sie das für sich entscheiden kann und auch muss. Und wenn sie dann sagt, nein, Papa, dann gibt es einen Plan B. Und wenn sie sagt, ja, Papa, dann gibt es auch einen Plan B, dann hänge ich noch 2 Jahre ran, maximal 3, um sie über die Ausbildung noch zu begleiten. Und dann ist für mich Schluss. Und dann will ich auch mein Leben genießen. Dann will ich noch ein bisschen Sport machen. Dann will ich mit dem Fahrrad unterwegs sein. Ich fahre total gerne Rennrad. Dann will ich mich mit meinen Freunden treffen. Alles das, was ich jetzt nicht machen könnte. Und wenn ich den anderen Weg gehen würde, in die politische Seite, dann würde ich da bis 70 hängen. Und da bin ich dann irgendwann auch mal ein bisschen Egoist. Also ich glaube, ich mache genug ehrenamtlich und engagiere mich genug und versuche, meine Ideen auch gerne an die nächste Generation weiterzugeben. Das Wissen, was ich mir hier versucht habe anzueignen. Aber irgendwo, dann hätte ich vielleicht eher anfangen müssen, aber dann hätte ich, glaube ich, den Betrieb auch nicht so hingekriegt. Und ich bin total froh, dass ich mit meinem Betrieb so unabhängig bin. Also das, na klar, bin ich auf staatliche Gelder auch angewiesen, auf die Preisausgleichsgelder, ja, leider Gottes, da sind wir alle drauf angewiesen, auf diese paar Kröten, die wir da kriegen. Aber ich kann so selber entscheiden, was ich mache, wohin ich gehe, mit wem ich mich treffe. Ich muss da nicht, und das kommt dann auf der politischen Seite. Ja, was sage ich denn dem gegenüber, wenn ich ja keinen Bock auf den habe? Dann bin ich genauso wie die anderen auch.